Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alpha Wars. Ja, wir sind heute auf einer anderen Karte mal beschäftigt. In der letzten Folge waren wir auf der Map 66, heute sind wir mal auf der Map 76. Und da ist ja ein Spieler inaktiv geworden und darum sind die Basen hier auch braun gekennzeichnet. Wir gehen davon aus, dass der Spieler nicht mehr dieses Spiel spielt. Somit werden wir einfach mal die Karte aufräumen. Und wie wir hier schon sehen, sind ein Haufen Cobra-Staffeln von mir. Ich habe ungefähr 18 Staffeln, aber nicht nur Cobras. Ich denke mal, dass ich so 15 Staffeln Cobras habe oder 16 Staffeln. Dann habe ich hier noch Panzias, das sind Fahrzeuge gegen Flugzeuge, brauchen wir auf dieser Map generell eigentlich nicht. Ich habe sie trotzdem mal gebaut. Man weiß ja eben nie. Ne? Und eine Staffel Jammer. Normalerweise braucht man bloß einen Jammer. Das war mehr oder weniger ein Fail. Denn ich hatte Bauschleife an und habe das gar nicht mitgekriegt und habe dann plötzlich 10 Jammer auf einen Streich gehabt. Hab mich dann halt nur gewundert, wo denn die ganzen Militärpunkte hin sind, bis ich das dann mal gesehen habe, dass ich 10 Jammer in einem Päckle gebaut habe. Gut, dann habe ich noch ein paar dazu gebaut, dann sieht es besser aus. Hat leider nicht mehr Wirkung als ein Jammer, aber gut. Das kann ja nun auch mal passieren. Hier unten habe ich auch noch eine zweite Helibase. Ach, heute ist irgendwie der Wurm drinne. So. Die sieht nicht ganz so gut ausgebaut aus. Das liegt einfach daran, dass die Karte auch schon mehrere Monate fertig ist. Und hier sich kein Gegner mehr aufhält normalerweise. Nur noch die Inaktiven, die Allianzmitglieder, die rausgeflogen sind oder halt durch Inaktivität rausgeschmissen wurden durch das Spiel. Dazu könnte ich auch noch ganz kurz was sagen, und zwar, wenn man unter 10.000 Punkte hat, in diesem Spiel, hat man so circa 2 Wochen Zeit, in der man nicht online sein muss, und man bleibt trotzdem in der Allianz drinne. Nach 2 Wochen fliegt man dann automatisch raus, dafür können die Allianzen nichts, das liegt am Spiel. Und ab 10.000 Punkte kann man auch schon 8 Wochen wegbleiben. Wir sehen es als Urlaub. Wir sagen dazu, jetzt macht er gerade Urlaub. Ne? Aber man sieht, oder wir wissen, dass derjenige schon mehr als 2 Monate nicht mehr in-game war. Und auch nicht mehr online kommen wird. Denn wir haben ja noch viele andere Karten, die 86, 96, 106, 116 und 126. Und ab der 76 ist er nicht mehr mitgefahren. Somit wird er nicht mehr ins Spiel zurückkommen. Also räumen wir die Basen jetzt leer. Oder versuchen zumindest. Hier habe ich allerdings auf dieser Karte keine Staffel Tarnhelis. Das ist natürlich wieder blöd für uns. Weil das dauert einfach länger. Aber dafür habe ich umso mehr Cobras. Aber auch wieder keine PHs, weil ich kein Gruppenlimit mehr frei habe. Also wird es eine relativ oder reine Materialschlacht. Aber gut. Dann ist das halt so. Und wir werden jetzt einfach mal die Vorbereitung machen und gucken uns mal die Basen an. Wir sehen hier bloß eine Base, die momentan offen ist. Da hat er den Störsender vergessen. Aber man sieht hier schon, eine Reihe ausgebaut, ist nicht so dolle. Aber die Schusserweiterung ist drauf. Und davon gehe ich aus, dass es auf den anderen Basen genauso aussieht. Außer auf den vorderen Basen. Da könnte es gut möglich sein, dass die voll ausgebaut sind. Denn der Spieler war auf dieser Map schon beschäftigt, als die Map gerade aufgemacht hatte. Das heißt, das sind alles Frontbasen gewesen. Da musst du jede Base voll ausbauen. Denn da geht es darum, jeder gegen jeden. In der ersten Zeit, da gründen sich dann die eigenen Allianzen. Und nach
circa 5 Tagen kommen dann auch die großen Allianzen runter auf die Karte und übernehmen meistens schon die etwas kleineren Spieler. Wir zum Beispiel machen das so, wir lernen die kleinen Spieler auch an, dass sie auch ordentlich im Kampf bei den großen Kämpfen dabei sein könnten. Wenigstens PHs bauen, das reicht schon vollkommen aus, denn 4 bis 6 Staffeln pro Base sind Pflicht, wenn die Base mehr als 2 Reihen Flarax hat, Mauer und Schusserweiterung. Das ist eben wichtig, dass wir auch die etwas kleineren Spieler mit zu solchen Einsätzen reinnehmen. Und wir bekommen natürlich auch auf diesen verschiedenen Karten immer mehr dazu. Einzelne Spieler nehmen wir auf und geben dann aber auch den Spielern die Möglichkeit, auf den anderen Karten sich auszubreiten. Hier ist das natürlich super, weil die meisten kommen jetzt hoch auf unsere Heimatmap, die 66, wo wir gestern beschäftigt waren, und um dort auch noch ein paar Kämpfe zu üben. Ja, und wir quatschen jetzt mal nicht so lange, sondern machen uns mal auf den Weg. Ach, das bin ich nicht. Hier bin ich. Zu den Cobras. Ich habe eben noch 2 Cobra-Staffeln anvisiert gehabt. Da werden wir mal schauen, wo die sich denn befinden. Hier steht noch eine Staffel Tiger. Okay. Gut. Welche nehmen wir denn erstmal als erstes, ne? Das gilt es. Ach, hier vorne ist ja direkt gleich schon eine Base. Ach, die ist schon leer geschossen. Gut. Die brauchen wir nicht mehr leer schießen, wie man hier sieht. Okay, dann wäre die nächste also hier oben. Ich habe das Bild mal ein bisschen rausgezoomt, damit wir mehr sehen, mehr Staffeln im Blick haben. Hier ist nichts, also werden wir mal die Cobra-Staffeln in Stellung bringen oder in die Nähe bringen. Das sieht natürlich auf der Karte auch schon richtig geil aus, wenn sich denn alle bewegen auf der Kleinkarte. Man kann sie auch hintereinander wegfliegen lassen, dann entsteht ein weißer Streifen auf der Karte. Das sieht der Feind natürlich als roten Streifen, aber er kann nicht auf das Gebiet der Feinde schauen. Also dort bewegt ihr euch auf dem Gebiet von der Allianz, in der ihr drinne seid, bewegt ihr euch getarnt. Also ihr werdet nicht gesehen vom Gegner. Das ist natürlich wieder gut, um einen Einsatz strategisch gut vorbereiten zu können. Ja, welche Base haben wir denn jetzt genommen? Wir haben jetzt, ach, wir können jetzt mal, hier hat schon ein Mitspieler wieder ordentlich Rabatz gemacht. Das gefällt mir natürlich. Werden wir mal gucken, wo wir unsere Staffeln parken, so dass sie auch sicher sind. Ach, wir ziehen sie mal hier hoch zu Vorhut. Bin ich mal gespannt, wie viele Staffeln wir jetzt da anvisiert haben. Da sieht man natürlich die Verschiebungen auf der Karte bei uns in der Allianz. Sieht man das? Das ist schon immens, ja. Das ist ein Riesenkloß, der sich da bewegt. Wir können ja mal reinschauen. Oh ja. Das ist natürlich schon ordentlich. 3, 4, 6, 7 Staffeln. Dass das jetzt ab und zu mal so spinnt, das liegt einfach an dem Server. Denn sind auf dem Server, soweit ich weiß, mehrere Maps oder Karten drauf und es ist schon immer so gewesen, dass die Karte 76 etwas gesponnen hat. Also, es liegt nicht an der Internetverbindung, liegt einfach am Server. Es kann sein, dass dort ein Update einfach nur quer liegt. Wollen wir die Panzers mitnehmen? Ja, die können wir ja reinschicken. Als Panhard-Ersatz schicken wir die mit hoch. Die müssen wir natürlich, also hier brauchen wir eigentlich keine weitere Angst zu haben, dass ein Gegner die Cobras runterholt, denn es gibt keine Gegner so groß mehr auf dieser Map. Somit können wir uns auch einfach ins Licht positionieren. Ab und zu taucht natürlich eine Homebase auf. Von einem Spieler, der gerade gesprungen ist auf diese Map. Und dort erwartet, dass die Basen nicht so gut ausgebaut sind, was eigentlich rein logisch wäre.
Denn ab einer gewissen Zahl an Basen, hier zum Beispiel 36, baust du nicht mehr alle voll aus. Das kostet einfach zu viel Ressourcen und Zeit. Und die muss man natürlich erstmal haben. Die Ressourcen vor allen Dingen, die musst du erstmal produziert haben. Somit baust du die Basen, die innerhalb der Allianz liegen, nicht mehr aus. Obwohl die meisten, die in der Mitte liegen, sind ja dann damals Frontbasen gewesen, die sind voll ausgebaut. Aber du musst nicht mehr jede ausbauen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Teil und sehr kostengünstig, weil du kannst einfach mal dann dich um andere Sachen kümmern und musst dich jetzt nicht um die Produktion kümmern, was ja nun auch etwas Zeit auf sich nimmt und oder kannst jetzt deinen Treibstoff produzieren. Bin dafür bekannt, dass ich immer Probleme mit meinem Treibstoff habe. Ich habe irgendwie so ein Loch im Tank und ja, ich habe auf anderen Karten immer so wenig Treibstoff, dass ich noch nicht mal über die Karte komme und schon anfange zu stockeln, weil ich dann auch mal mit 16 Staffeln Cobra mit einmal losfliege und dann einfach mal im ersten Hauruck schon 1 Million verblase. Ja, und wenn man dann über die ganze Karte fliegt, hat man dann auch mal ganz schnell 40 Millionen weg. Ist natürlich nicht so schön. Mit 16 Staffeln auf eine Base fliegen geht auch, habe ich auch schon gemacht. Sieht geil aus, aber wenn die alle weg sind, ist das Geschrei groß, weil du musst die wieder alle aufbauen. Du musst die Karte ja trotzdem irgendwo sichern können. Die meisten sagen sich, ach, da brauche ich keine Einheiten mehr bauen. Die Map ist fertig, da passiert nichts mehr. Aber es gibt Allianzen, die kommen trotzdem auf diese fertigen Karten. Wissen, dass die Spieler keine Einheiten mehr gebaut haben, erst neue bauen müssen und dann greifen sie an. Das machen wir anders. Wir haben unsere Einheiten da, die sind strategisch positioniert, so dass auch schnell ein Eingriff irgendwo gemacht werden könne. Ja, die Autobahnsicherung, die muss natürlich verdammt gut sein. Jetzt müssen wir natürlich achten, weil wir drei Autobahnen pro Seite haben, dass wir alle auch absichern. Man sieht schon, das sind hier alles Patriots. Die sind so stark wie die Flarak und schießen genauso weit wie die Flarak oder dreimal so große Reichweite haben die. Die sind verdammt gut für eine Autobahnsicherung, da kommt nichts mehr durch. Wird gleich, was in Umkreis sich am Gegner bewegt, wird gleich abgeschossen. Dazu noch die Mars gegen Lufteinheiten, falls man mit Flugzeugen oder mit Helikopter rüberkommen, gleich abgeschossen werden können. Die Schnellis einfach bloß zur Aufklärung. Oder einfach bloß als Schutz für die Patriots, weil die Fahrzeuge gehen nämlich erstmal auf die vorderen Fahrzeuge drauf und kommen dann nicht so schnell an die Patriots. Natürlich ein Vorteil, wenn man das denn so mal macht. Die Panzer noch zum Schutz hier hingestellt, um die ersten Fahrzeuge auch abfangen zu können. Es gibt natürlich auch Tarneinheiten, also sollte man sich schon darauf vorbereiten, dass man auch mal einen Detektor hinstellt, um dann diese Tarneinheiten auch wirklich aufdecken zu können. Obwohl diese Tarneinheiten auch ziemlich teuer sind in der Überführung. Also, es macht nicht jeder. Ich würde es auch nicht empfehlen, weil den Treibstoff kann man einfach auf dieser Map, auf der man ist, besser einsetzen noch, anstatt den einfach so zu verblasen. So, wir haben jetzt hier 7, 8 Staffeln Cobra zu stehen. Schauen wir mal, ob wir noch an unserer Helibase, Airbase, ich habe hier noch eine Airbase, so sieht die Airbase aus, da kannst du Flugzeuge dran produzieren. Man sieht hier allerdings schon, das kostet natürlich ordentlich. Ein Flugzeug schon 4 Millionen Carbon und das Flugzeug ist nur gegen Fahrzeuge. Wenn dann mal so ein Panzers steht, dann ist das Flugzeug auch mal schnell weg, dann sind 4 Millionen einfach mal weg. Also sollte man sich das gut überlegen, wie man die einsetzt. Gut, die ja gegen Flarak. Die eignen sich auch gut. Man sollte aber dafür eine ganze Staffel haben. Also nur ein Flugzeug reicht nicht aus. Das sind 3,5 Millionen Carbon, ist natürlich erstmal eine Menge, muss man auch wieder haben. Jet gegen Flugzeuge, Helikopter, der ist perfekt, den habe ich schon im Einsatz gesehen, selbst hatte ich den noch nicht. Der ist richtig gut, der holt einige Staffeln Helikopter vom Himmel. Ja, und dann haben wir noch einen gegen Lufteinheiten. Wie er sich verhält, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich habe den mal ganz kurz gesehen, aber 30 Millionen habe ich noch nicht mir gewagt, so in den Wind zu schießen, weil ich sie meistens dann für meine Cobras brauchte, um sie wieder aufzubauen, weil ich in eine Base geflogen bin oder
die Helikopter einfach wieder quer über die Map geflogen sind, obwohl sie es nicht sollten, und dann natürlich sich in einer anderen Base verfangen haben. Gut, wir werden jetzt noch die anderen Staffeln, die lassen wir unten. Brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier oben noch zu stehen? Schauen wir mal. Kobras. Überall Kobras, Kobras, Kobras. Die brauchen wir erstmal nicht. Die lassen wir da. Was müssen wir bauen? Ein Schnelli müssen wir bauen. Mit einer Base, die in der Nähe ist. Wir haben hier nichts so groß in der Nähe, also machen wir das mal hier. Bauen wir hier mal. Ach, wir bauen mal einen Humvee. Der hält etwas länger. Ist nicht ganz so schnell, aber gut. Reicht für die Einsicht in die Base. Ja, und damit verabschiede ich mich schon mal und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.